auch sehr gut schon gefallen. Am Gesuchstag stelle ich mir unsere Lodge vor. War schon, ne? Oder? Darüber haben wir uns schon auf der Hinfahrt aus. Ich weiß, aber ich küsse mal wieder. Hier werden die Big Five gebrütet, ne? Ja, ja. Von irgendwelchen richtigen Spinnern. Bitte? Von irgendwelchen richtigen Spinnern. Ich würde mal sagen, die das machen, sind gar keine Spinner. Aber die das kaufen, oder vielmehr die das also indirekt erwerben, indem sie jagen gehen, das sind die echten Idioten. Für die ist das doch nur ein Geschäft. Ja, aber da mit dem Waffen und so und diese Dinge, also wie das aufgemacht ist, das ist sowas von geschmacklos. Ich frage mich bei dem Gebäude eigentlich ab, was bezwecken die da? Ich meine, irgendwie. Die wollen Leute ansprechen, die darauf ansprechen, so Neureich zu bringen. Groß. Neureich ist Deutsch, Schwarz ins Packen. Ich muss auch sagen, das geht selbst mal für meinen guten Geschmack etwas zu weit. Was? Das hast du eben gesehen. Was ich sage? Nein, nein, das sind diese. Ja. Das muss ja ein scheiß Geld kosten haben, das hinzubauen. Ne? Das ist auch nicht teurer als die anderen Sachen, das ist nur geschmacklos. Dass die da eine Baugenehmigung für bekommen haben. Jetzt glaube ich, ist nicht besonders kompliziert hier in der Bahn. Nee, ich denke ja. Kannst du wahrscheinlich hinsetzen, was du willst. Wahrscheinlich kannst du hier überall was hinbauen, wie du lustig bist, so ziemlich. Jetzt genau der Satz, den ich gerade vorgesagt habe. Wahrscheinlich kannst du ja hinbauen, was du willst. Dann höre ich das jetzt hier akustisch nicht. Ich höre das nicht. Hast du es eben auch gesagt? Exakt denselben Satz gesagt. Entschuldigung. Zwei, drei Worte waren anders. Naja, immerhin, das ist ein Unterscheiden. Ne? Also ich hatte schon meine eigenen Gedanken. Taub bin, aber das ist das andere. Fast taub bin. Aber das wäre schon über 30 Jahre. Das ist doch psychosomatisch. Seit 30 Jahren? Du willst es nicht hören, seit 30 Jahren.
darfst du alles bezahlen, habe ich kein Geld mehr. Das ist wieder alles aus. Bitte, genau. Du hast ja noch Bargeld, ne? Wir müssen mich noch mal tanken. Ich wollte tatsächlich ein bisschen mit zurücknehmen. Ja, kannst du ja gerade, wir müssen noch für 300 Rand haben. Ja, das ist ja auch noch viel. Aber klar, machen wir. Geht raus, kann so, lass gut sein. 14,50. So, das sind 10er, ich hatte jetzt mit ihm 20er in die Hand gegeben. Ja, alles klar.